Hallöchen, meine lieben Follower. Ah, oh, mein Rücken, mein Nacken, ich bin tot. Der ist tot! Die Musik ist mal richtig toll. Ja, warte mal, hier ist schon direkt der Boss. Nice. Oh nein, jetzt kommt doch nicht der Boss Rush, oder? Wir sind in der dritten Stigma Stage. Wahrscheinlich kommt wieder einer von den Robotmastern. Oder Zero. Oh, der. Bitte, was war nochmal bei ihm? Eis. Schau nach. Electric Spork. Ja. Moment, das war ja nicht. Das ist Armor. Doch, das ist ja. Elektros gegen ihn stark. Ah, ja, stimmt. Ah, das war ja meine Frage. Wieso ist auf dem Boden Elektro stark? Ja, da haben wir es auch mit dem Dings gemacht, mit dem X-Buster. Soll ich es wieder machen? Weiß nicht, wie ich glaube, der ist einfach ein dick stärker als mein Kumpel. Elektro und Gatto-Scheiß hier. Stimmt, gegen den hat es über die Probleme, ne? Ja. Warum eigentlich? Sie ist doch gerade wieder. Ich glaube, das wird besser klappen. Ey, der hat schon wieder da oben das Dach kaputt gemacht. Ja, er muss ja irgendwie reinkommen, ne? Vandalismus. Die anderen Robot Master standen schon drin. Oh, wir müssen dann heißt das, wir müssen auch gegen Feuermammut kämpfen. Oh nein. Also gerade wirklich meine ganze Laune. Jetzt beruhig dich! Das ist ein richtiges ADS-Kind. Ah, ich brauche Aufmerksamkeit. Sterb dich gegen den. Ja. Egal, Erzähl mochtest du eigentlich Detektiv Conan? Deswegen. Mich hat mal angepasst, dass die besten Folgen Zweiteiler waren. Echt? Das hat dich angekotzt? Ja, weil ich immer so war. Weil ich an den einen Tag, das wirst du kennen, das ist an den nächsten Tag, wo die Folge kam, keine Zeit. Ja. Und da war es gerade so richtig spannend und ich sterbe, ficken. Oh, ich krieg Krämpfe. Ich liebe Detektiv Conan. Wirklich. Ich meine, ich hatte das auch, dass ich oft die Zweiteiler versaut habe zu schauen. Ich darf nicht dagegen und ich tu mir nur weh damit. Egal, muss nur kurz hochrennen. Ja, bloß. Was ist dein letztes Leben? Ja, nicht so viel. Wie schon gesagt, benutzt den Elektroschock gegen ihn und dann weiter Elektroschock. Ich glaube, ist stärker doch. Kann ich Elektroschock aufladen? Ich glaube schon. Ja, kannst du. Du kannst alles aufladen. Komm her, so, oder hier. Ja, Taste the Rainbow Motherfucker. Ich liebe die Werbung. Taste the Rainbow Motherfucker ist aber von Nostalgia Cricket. Und macht es gut Damage. Ja. Guck mal, du hast zwei Hits gerade mal getroffen. Und du hast eine hohe Chance, ihn zu treffen damit. Ja, guck mal, du hast ihn. Guck dir mal den Damage an. Ja, okay. Und schon wurde er viel leichter. Und das war die Geschichte, wie Mega Man und Tails den Brocode haben. Das ist wirklich so eine dumme Sendung. Ja, oder? Vor allem die Designs! Guck mal, in der Sendung ist halt mal Knuckles der größte Vollidiot, den es gibt. Knuckles, wenn er auch Flattops gibt. Oh, Alter. Wenn er dann meint, du musst rohes Fleisch essen vor ihr. Amy sowieso, die eine dieser Fandom-Charakter XY da. Ja. So kommen so, ja, du musst den sexuellen Tanz da aufführen. So, vor allem, wenn dann kommt wirklich die Freundin von Tails, ne? Sie die sieht einfach dick aus wie so ein Fanfic-Charakter. Ich glaube, dort links kannst du hoch. Ja. Warum sollte ich? Ein bisschen leben oder was? Brauche ich nicht, oder? Ich mach's. Nee. Bitte nicht Mammut. Nee, das ist hier Spike-Man. Spike-Man? Ich glaube, das ist der Gorilla. Nee, das ist Kuchen. Das ist Chamäleon. Gegen ihn war... Boomerang. Boomerang! Töt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 
Jo, der hat echt was gegen Dings gehabt, gegen Boomerangs. Ja, guck mal, das ist eigentlich auch ziemlich gut durchdacht, dass der Boomerang seine Schwäche ist, da er ja diese Scheiße macht, dass er die ganze Zeit in der Luft hängt. Vor allem macht er weniger Aktion, wenn er getroffen wird. Ja, guck mal, ich verstehe, wir schneiden ihm die Zunge jedes Mal ab. Boah, das ist schon grausam. Du machst das nicht, ich. Ich bin nur derjenige, der die Theorie entwickelt. Du machst das nicht, ich find's nur gut. Du machst das, ich find's nur gut. Es ist wie bei Supernatural, wenn die da so sind mit diesem Herrn der Hölle dann so, oder Crowley, und er so, dann so, ja, das wird ja aber von so einem Höllenhund überwacht. Ja, okay, ich bin kurz weg, kommt da wieder und so, was ist los? Ich habe meinen eigenen mitgebracht, und was ist? Mein Herz größer. Den würdest du bestimmt mögen, weil der ist so ein bisschen, der ist ein Dämon. Und er ist nicht ein komischer Dämon mit Hörnern und sowas. Guck mal, du kannst beides dir mit Dings und mit dem Bamerang. Oh, jetzt kommt der Bastard oder was? Jetzt kommt der Leichteste, was war nochmal seine Schwäche? Eis. War das der Leichteste? Ja, war ziemlich leicht. Das war der Boomerang, nee, das war der Elektro. Ja, der mit Eisschwäche. Stimmt. Ich find's so geil, wie du die Eis trotzdem treffen kannst, wenn es so abfedert, weißt du? Ich ja. Er ist tot. Jo, also. Der hab ich aber weggetankt. Ja, meine große Angst ist wirklich das Mammut, weil. Eigentlich hätte. Mammut hat doch eine andere Schwäche, haben wir doch rausgefunden. Was hat das denn für eine Schwäche? Der Wirbelwind von Storm Eager hast du gemeint. Stimmt, deswegen sollte man ihn ganz am Ende machen. Auf Octopus kommt wieder erstmal noch. Kannst du mal gucken, was Octopus. Ah, ein bisschen mehr. Fuck. Ja, du solltest den Flammentypen als letztes machen. Erstmal also kommt Octopus. Guck mal, man erkennt es schon hier, wer kommt. Ja. Octopus Schwäche war. Der Schutzschild. Ich kann ja mal versuchen, ob dich die aufgeladene Version noch. Oh, hol den dir mit deinem Bumerang. Warum? Mir ist auch die Sprung erhöht. Was? Mir ist auch Spring erhöht unter Wasser. Aufladen. Bumerang, glaube ich, ne? Obwohl, das ist ziemlich stark gewesen. Was, Blitz? Ja, wegen den, ja, ich glaube, Zzzz-Attacke. Ja, ich verstehe, was man sagen will, jetzt eigentlich nicht. Die Dinger machen einfach keinen Schaden, ne? Die sind nur da, um zu erneuern. Doch, die machen Schaden, aber nur wenn du sie... Ich brauche Schild. Was hat Schild aufgeladen gemacht? Das haben wir doch letztes Mal geschaut. Das macht ein Schild um mich rum, manchmal. Ich muss einfach mal versuchen, wie ich das einsetze. Okay. Ja, es scheint echt der Boss Rush jetzt zu kommen, ne? Also aufgeladen scheint der ja ganz stark zu sein. Treffe es diesmal sogar ein paar Mal. Ja, voll überraschend. Mach ihn! Ich wechsle doch auf Megabuster. Sind wir dann doch zu wild hier. Vor allem, weil ich glaube, dass der einfach aufgeladen stärker ist. Jetzt nochmal zu Detektiv Conan, ne? Ja. Ich mochte mal mega, weil du so manchmal so wirklich nicht wusstest, wer es war, und du hast immer so mit überlegt. Mochte ich immer. Das ist immer, der am hässlichsten aussieht. Was? Wenn man den einen Typ überhässlich war, und der war es dann meist. Nein. Doch, das ist wirklich so. Oder manchmal hatten die aber echt die dümmste Begründung, warum es einer gewesen ist. So. Warum ist das getan? Ich hatte mich in sie verliebt, aber wir haben sie alle gehasst. Das war früher. Deswegen habe ich meinen besten Freund umgebracht. Warum? Weil er sie gemobbt hat. Du bist scheiße. Wenn die dann so richtig traurig sind, ich wollte es nicht tun. Ja. Du kannst dich da oben unbesiegbar machen und einfach rüberrennen. Ich glaube, da komme ich gar nicht durch. Ich will, dass du da drüber gehst. Ich will's nicht. Mach dich unbesiegbar und slide dort durch. Nein. Aber von dieser Seite aus dann.
Wenn ich über dich shit. Du konntest auch mit deinem Bumerang holen. Das ist unsere Option. Da ist Dick am Weg. Springen und den dann holen. Also du musst hinspringen. Totally not worth it. Ja, am Leben bekommen. Ich sollte absafen, weil ich glaube, das hat keine Checkpoints gesetzt. Doch, sobald ich durch bin hier. Also, oh fuck, da kommt jetzt. Oh Mammut. F2. Wo ist denn mein Wirbelwind? Den kannst du aber trotzdem den Rüssel noch abschneiden, also mach das auch. Ja, schneid ihm bitte den Rüssel ab. Ich werde es mal den hier machen. Ja, macht er den Move nicht mehr, Bruce. Auf einmal geht. Also. Also, das ist doch was wert. Alter, hätten wir das doch vorhin gewusst? Ja, das war ein bisschen miscalculated. Oh, es kommt noch ein Boss. Welcher? Dieser D-Rex. Aber da hast du einen Zwischenpunkt dann. Irgendein Boss fehlt noch, wir haben nur 7 gemacht. Wir haben alle. Bist du sicher? Ich bin mir ziemlich sicher. Ich hoffe es zumindest. Oder jetzt kommt der D-Rex. Ja, okay, jetzt kommt D-Rex. Das ist ein Boomerang, ne? Oh fuck. Verstehe, man kann nur den oberen benutzen. Okay, ich habe keinen Plan, was gerade passiert ist, aber ich habe keinen Bumerang mehr. Egal. Du siehst ja, wie gut das geht. Du hast den letzten Boss auch ohne Schwäche. Soll ich versuchen, mit Megabuster ihn zu machen? Musst du ja. Oh Mann. So echt schlechter Witz. Was soll ich denn angreifen hier? Oberer. Hat nicht schlecht schauen. Mit dazwischen bleiben, dann geht's runter. Hoch oder wohin? Okay, bleib mal jetzt. Wie schon gesagt, ich habe mir nur seine Schwäche durchgelesen, nicht wie was der für eine Sachen kann. Er macht da nichts großartig Schwieriges. Okay, hat er mehrere Formen? Ich hoffe nicht. Alter, stell dir vor, der hat einfach mehrere Formen. Der sieht jetzt schon mega cool aus. Problem ist, den Angriff habe ich keinen Plan, nicht ausreichen will. Einfach drüber oder drunter slime. Ah, okay, das runtersliden geht schlecht. Vor allem in X. Ist dir das aufgefallen okay. Schon? Guck mal, da ist aber wenigstens diese Sphäre dran, dass du auf den Wagen drauf springen kannst. Ja, drüber springen. Ich weiß nicht, wie er die abfeuert, ich verstehe die nicht. Es geht einfach in der Mitte durch. Der lädt dir auf und dann schießt er. Würdest du laden? Ich hab keinen Bock, dich von vorne zu machen. Wo hast du gesaved das letzte Mal? Oh. Hä, ich hab kein Leben mehr? Doch, eins habe ich noch danach, ne? Mhm. Ja, dann safen wir direkt vor ihnen jetzt gleich noch. Erst nachdem du das erste Mal gestorben bist. Moment. Hier ist bestimmt irgendwo diese Stelle, wo man sich Leben holen kann. Welcher Bosskampf? Ich spamme meinen Bomberang für den zweiten Versuch auf, okay? Alles klar. Drüber springen. Ah, der verfolgt dich auch noch, der Angriff! Ja, natürlich. Ja, egal. Aber ich mache mit Megabuster nicht schlecht Schaden, das ist der größte Vorteil. Okay. Ja, aber ich glaube, wir beenden den Part. Ach komm, jetzt lass mich den Bosskampf noch machen. 3, 2, 1, tschüss.